So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und da geht wieder die Sonne unter. Und da kommt plötzlich ein Baum. Ich gehe pennen. Und ich lade hier immer noch gerade was für meine Wii U runter. Und der sagt hier immer, ja, Verbindung zum Internet ist weg, wenn das gerade fast fertig wird. Alter, das leckt gerade übelst. Was ist denn hier los? Gut, es geht wieder. Lag vermutlich daran, dass ich hier gerade die Aufnahme gestartet habe, während der hier noch ein bisschen geladet hat. Der sagt mir hier gerade, Internet wäre weg. Okay, anscheinend ist das Internet weg. Laut der Wii U ist das Internet weg. Und nein, ich spiele gerade nicht Forest auf der Wii U. Das wäre zu geil, aber nein. Falls das echt einer denken würde. Ich habe hier einfach eine Wii U stehen. So, und ich kümmere mich natürlich wieder darum, dass hier die ganzen Bäume gefällt werden. Wir brauchen ja wieder einen Sündenbock für, was weiß ich, irgendeine Tierschutzorganisation oder Rettet die Bäume, Greenpeace. Deswegen helfe ich mal meinen Kollegen von der Wilder Dingens, indem ich die Leute auf mich lenke. Ist das schon, ne? Hey, scheiße, das ist ja scheiße, ey. Dann wäre ich ja genauso wie die meisten Leute, ey. So, ich habe fast schon die Küste erreicht. Und noch kein Einwohner in Sicht. Sagen wir mal, die Einwohner sind Greenpeace und wollen mich dafür verklagen, dass ich hier die Bäume abhacke. Dann würde das Spiel schon eine ganz andere Bedeutung haben. Und pädagogischen Wert würde es auch zeigen. Geben Sie Ihrem Kind jetzt das neue The Forest als Spiel. Es leckt bestimmt. Ihr Kind wird sehr viel lernen über Bäume, Tiere und wie blutig sie sind, wenn man auf sie draufschlägt. Hier kann man einmal gut sehen. Warum habe ich meine ganze Rüstung weg? Hatte ich die nicht eben noch? Wurde ich gerade vom Baum erschlagen oder sowas? Ja, laut meiner Wii U braucht die noch 10 Minuten zum Updaten, aber das glaube ich nicht. Gleich steht da wieder eine Stunde oder so. Kenne ich doch. Macht auch mein Computer immer. Besonders bei Spielen, wenn ich da gerade nachgucke. Ja, geht das denn schon? Nee. Ne, jetzt, wenn du guckst, dann machen wir mehr. Warum müssen die eigentlich alle zur Küste hinfallen? Alter.
Willst du mir sagen, da liegen die dann irgendwie magnetisch da dran oder was? Nein, die Bank ist natürlich nicht richtig. Und wegmachen kann ich sie auch nicht. Gut, aber wenn wir mehrere hinmachen, dann sieht das vielleicht so aus wie in einem Park. Das könnte auch einen coolen Flair haben. Aber nicht, wenn man die so nah aneinander tut und so. Und immer passiert das Gleiche. Ich setze mich falsch hin. Hier auch noch so eine Falle hin, ne? Immerhin haben wir jetzt hier schon die Küste erreicht. Das müssen wir doch feiern. Mit einer Falle. Und da steht einer. Der betet wieder an, den Punkt da an. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Das hätte ich gesehen, wenn er an mir vorbeigelaufen ist. Also ernsthaft mal Spiel, das ist ein bisschen unlogisch, dass der einfach dort ist. Der ist wahrscheinlich dort gespawnt. Dann wollen wir mal dahin gehen und sehen, was er so hält von uns. Ne? Du bist hier leicht in meinem Gebiet, weißt du. Ja, das ist richtig. Genauso musst du reagieren. Tschüss. Oh, da waren giftige Bären. Die sehen genauso aus wie die alten, ey. Die ich vorher auch gegessen habe. Kann doch nicht sein. Ich habe gerade gedacht, der Typ wird mir einfach folgen und mich angreifen, weil das hat er nicht gemacht. Dem kann man trauen. Das ist ein netter Typ. Der hört sogar auf mich. Leute, daran müsst ihr euch ein Beispiel nehmen. Wenn jemand euren Baum oder euren ganzen Wald abhackt, einfach mal abhauen. Nichts sagen. Ganz nett seid ihr dann. Der wird euch dann für total nett erklären und sofort euer Freund werden. Oder auch nicht. Was ist der? Ich höre den doch. Hätte das nicht einen Double Kill geben müssen? Ich höre doch die Musik. Wo ist der? Gerade Geld aufgenommen. Alter, wo ist denn der Kerl? Der muss ja hier in der Nähe sein. Ist der auf dem Baum? Das fände ich schon komisch. Fällt dir jetzt gleich einfach vom Baum runter, wenn ich den abpacke. Hier sehen Sie die bewegliche Falle. Die ist sehr hochmodern. Oh.
Ja, genau. Jetzt hatte ich gerade eine Bazooka auf der Schulter. Wenn ihr mal genau hingeguckt habt. Denn ich habe, während ich den Baumstamm in der Hand hatte, gleichzeitig noch den Tennisball gehabt und dann habe ich den Tennisball geworfen und dann war das eine Bazooka. Weil aus dem Baumstamm ist der Tennisball rausgekommen. Kannst jetzt bitte aufhören. Gut. Also ich will mal eine Riesentruppe sehen, die hier durchkommt und keine Verluste hat. Bei der Spiel-KI, da wird mindestens einer reinlaufen. Bald hängen sie hier alle. Wie das ganze Essen, was ich vorher gegessen habe. Gut, das war jetzt ein Fliegenpilz, den habe ich vorher nicht gegessen. Aber alles, was ich hier vorher gegessen habe, was hier rumlag, hat sich geändert und tut mir jetzt weh. Weil in der vorherigen Folge habe ich das noch essen können, da war alles super. Und jetzt wurde alles, was ich dort gegessen habe, dort, wo das ganze Zeug lag, was ich gegessen habe, einfach mal umgeändert in das böse Zeugs. Da ist der Typ. Gut, das ist ein anderer. Und wie die immer genau dorthin gehen. Ach, der hat Verstärkung geholt. Das sind zwei andere. Ich fände es ganz toll, wenn du in die Falle laufen würdest. Gut, der eine hat schon getan. Ist okay, ich weiß, dass ihr Straßenkünstler seid, aber das müsst ihr doch nicht so zeigen. Ich weiß, dass ihr voll was drauf habt. Greifst du gerade deinen Kumpel an? Was hat er euch getan? Finde ich ja nett, dass ihr mir helfen wollt. Ja, du bist cool. Du bist scheiße. Könnt ihr den nicht wenigstens ganz töten? Ich werde da jetzt Feuer hin tun. Da ist gerade einer im Baum. Ha, der ist im Baummodus. Im Baummodus. Kapiert, weil Sims. Baummodus. Sims Baummodus. Baummodus. Ho. Ho. Hoha. Ho. Hi. Ho. Das versteht er bestimmt. Halt, bleib stehen. Das sage ich mit meiner Hand. Weil mit der Hand kann man am besten reden. Jeder versteht das Winken. Oder den Mittelfinger, den versteht auch jeder. So, hier sind einigermaßen viele Fallen. Ich denke mal, da müsste einer reinlaufen. Vermute ich nur so. Weiß ich auch nicht, woher das kommt. So, toller Ausblick.
Schlimme Musik. Und sicherer Platz. Ich höre die Typen aber trotzdem noch, wo auch immer die sind hier. Ihr seid hier also auf der Flucht. Ihr könnt gerne gehen, bitte. Okay, dann wissen wir schon mal, woher das kam. Aber ich denke mal, das hier wird schon ein sicherer Platz sein, ja. Ist jetzt erstmal was. Ach so, die Review ist fertig. Sagt die mir gerade. Oder auch nicht. Update wird durchgeführt. Update wird durchgeführt, geht aber schneller. Hoffe ich doch. Das hat ziemlich lang gedownloadet jetzt. Ja, ich habe schon was zu essen gefunden. Es liegt da. Siehst du das? Oh ja, das Update geht schnell. Warum muss das dann so lange gedownloadet werden, ey? Unlogisch. Hier können wir noch was hinstellen. Hallo. Wollt ihr mir Hallo sagen? Fände ich sehr nett von euch. Bitte. Hauptsache ich töte einfach vor denen irgendwas. Genau so sollst du das machen. Genau so. Weg vor dem Typ mit dem Feuer. Jetzt fehlt da noch so ein Teil. Können hier eh nicht sehr viel ausrichten, weil die hier in die meisten Fallen reinlaufen werden. Die sind halt nicht die schlauesten. Na, kommt doch. Da ist schon der erste drin. Ey, hallo, hast du sie noch alle? Oh, du hast einen Baum für mich kaputt gemacht. Danke. Kannst du bitte den großen Baum dort zerstören? Okay, dann halt nicht. Ich bekomme Unterstützung. Wen soll ich angreifen? Du kämpfst gegen die böse Dunkelheit. Bekämpfe sie, mein Freund. Das schaffst du. Gib niemals auf. Das schaffst du, mein eingeölter Kumpel. Danke, aber ich wollte hier gerade nicht hin.
Tschüss. Hey, Feuerkumpel. Hast du mal Feuerzeug? Komm her. Dann halt nicht, tschüss. Wie die immer Angst vor mir haben hier. Gut, kein Wunder, wenn man hier so einen Garten hat, dann schauen dich die Nachbarn auch mal komisch an. So, dann penne ich jetzt. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe leider nicht auf die Uhrzeit geguckt, deswegen könnte die Folge etwas kürzer sein. Ja, ich guck mal. Ciao.